Oh, ihr seid ja schon da. Hey, meine Freunde und herzlich willkommen. Ach, fick dein Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Mein Name ist Shio und ihr seht bestimmt auch schon im Titel. Wir fahren nach Buxtehude Teil 2 oder keine Ahnung, was ich noch reinschreiben werde. Und dieses Mal wird Mehmet da sein. Zu 100% wird er da sein. Ich fick mein Leben, ich suche gerade dein Handy, Digga. Zu 100% wird Mehmet da sein. Zu 100% wird das Mehmet da sein. Ich fahre diesmal nicht mit dem Zug, so wie letztes Mal. Und zwar haben sich zwei meiner Arbeitskollegen das Video von mir sich angeguckt von Mehmet. Und die dachten sich, jo, lass doch beim nächsten Mal, wenn Shio nach Buxtehude wieder fährt, um bei Mehmet zu essen, einfach mitgehen. Ey, das wird geil, die Shio, das wird richtig geil, Mann. Ey, Freunde, ich war auf jeden Fall, ich hab's gerade ein bisschen eilig. Ich muss auf der Kaufland ein paar Snacks holen für unterwegs für uns, ja. Ich bin ein bisschen beeilen, ja. Alter, Wallah, was ist das für ein Wetter? Schon lange nicht mehr so ein Wetter gesehen in Deutschland, ja. Wallah, geil. Okay. Ey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist auch noch? Ich bin bald seit einem Jahr auf YouTube dabei. Ich und meine Arbeitskollegen, wir treffen uns jetzt beim Mc's. Von da aus fahren wir dann nach Buxtehude. So, Freunde, ich möchte auch noch ein paar Sachen wie Snack, OATS, Cheeseburger, Pizza Pommes. Und das Problem ist, eine Kollegin hat einen abgesagt. Also, sie kommt nicht mehr. Und mein anderer Kollege kommt, allerdings wurde sein Auto abgeschleppt. Miese Zeiten. Das heißt, ich muss auf ihn warten jetzt. Ich fetze auf jeden Fall immer ein paar Sachen hier: OATS, Cheeseburger, Pizza Pommes. Ja. Eine Stunde später. Buxtehude. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier auch Mehmet Döner. Ey, ich habe auf diesen Moment gewartet. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, Mann. Boah, wie Mott das beschrieben hat. Knackiges Brot. Verliebt! Mhm. Boah. Oh mein Gott. Ich schwöre euch, ihr müsst unbedingt mal herkommen. Ich kann das nicht übers Video rüberbringen, den Geschmack. Ich schwöre euch, kommt mal selber hierher nach Buxtehude und probiert unbedingt diesen Döner. Bruder, das ist anders. Alter, dieses Brot, diese Soßen. Chakuzel, Digga. Echt, nicht mal aufwendig. Ich komme, ich hole mir noch mal gleich einen zweiten Döner. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Tschüss, Mehmet. War sehr lecker, der Döner. So, Freunde, ich würde erstmal an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. So, jetzt kommt meine Meinung zu Mehmets Döner. Monte hat auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Dieser Döner hat anders gefetzt. Der hat anders gefetzt, Bruder. Ich habe in meinem ganzen Leben schon sehr viel Döner gegessen von verschiedenen Dönerläden. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, Mehmets Döner, Bruder, der hat anders gefetzt. Und ich sehe natürlich auch, dass diese Vlogs sehr gut bei euch ankommen. Das heißt, wenn ihr nochmal so einen Vlog sehen wollt, ja, wo ich in eine andere Stadt gehe, ein paar Faxen mache, dies, das, dann hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf diesem Video hier und schreibt in die Kommentare, wo es als nächstes hingehen soll. Und ja, ich würde mal sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bleibt gechillt. Yalla. Peace.